Ja, moin zusammen. Am Montagabend war der SC Paderborn zu Gast am Millerntor. 0:2 hieß es am Ende. Damit verlor der FC St. Pauli erstmals nach 5 Siegen und einem Unentschieden in Serie wieder ein Spiel. Aber der Blick geht jetzt natürlich nach vorne. Weitermachen ist die Devise und als nächstes wartet der VfL Osnabrück am Sonntag. Bevor wir jetzt aber auf die nächsten Tage und den nächsten Gegner schauen, gibt es noch einmal einen kleinen Rückblick auf die Partie gegen den SC Paderborn. Am Montagabend lief unsere Mannschaft in besonderen Trikots auf. Kein Platz für Rassismus stand zum Start der internationalen Wochen gegen Rassismus auf der Brust der Boys in Brown. Auf dem Rasen erwischten dann allerdings die Gäste aus Paderborn den besseren Start, die nach 7 Minuten durch einen Treffer von Chris Führig mit 1:0 in Führung gehen konnten. Wenig später entschied Schiedsrichter Robert Schröder nach einem Duell zwischen Tore Reginiussen und Paderborn-Stürmer Sven Michel zunächst auf Strafstoß, nahm diese Entscheidung allerdings wieder zurück, nachdem ihn der Videoschiedsrichter auf eine Abseitsstellung kurz zuvor aufmerksam gemacht hatte. Im weiteren Spielverlauf kam auch das Team von unserem Trainer Timo Schulz zu Chancen, wobei Gästekeeper Zingerle jedoch gut reagierte. Der Ball wollte also nicht ins Paderborner Tor gehen und so kam es dann, dass die Ostwestfalen in der 69. Minute auf 2:0 erhöhen konnten und dem Spiel den Deckel drauf machten. Inzwischen stehen unsere Spieler wieder auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße und bereiten sich fleißig auf das Spiel gegen den VfL Osnabrück vor. Was diese Woche in den Tagen zwischen Montag, dem Spiel gegen Paderborn, und Sonntag, dem Spiel in Osnabrück, so im Trainingsplan steht, das verrät uns jetzt mal Co-Trainer Loïc Favet. Ja, wir haben eine ziemlich kurze Woche mit 3 Einheiten, bevor es dann gegen Osnabrück geht. Ein Schwerpunkt wird sicherlich sein, dass wir in den Umschaltphasen wieder präsenter sein wollen. Das, was uns stark gemacht hat, auch in den Spielen davor, was gegen Paderborn jetzt ausbaufähig war, dass wir unsere eigenen Angriffe besser absichern, dass wir nach Ballgewinn schneller an die Spitze spielen, um da mit unseren Top-Spielern vorne da noch mehr zu kreieren, noch mehr Situationen Richtung Tor zu haben. Das wird ein großer Schwerpunkt sein. Und danach die letzten Tage dann die Vorbereitung auf Osnabrück, ja, was Osnabrück auszeichnet, wie unser Spiel dagegen aussieht. Sicherlich auch nochmal Standardsituationen wieder mit reinnehmen, weil das auch gegen Paderborn ausbaufähig war. Die Mannschaft dürfte also bestens vorbereitet sein, wenn es am Sonntag an die Bremer Brücke nach Osnabrück geht. Damit auch ihr bestens vorbereitet seid, haben wir jetzt mal die Infos zum nächsten Gegner, VfL Osnabrück, für euch. Der VfL Osnabrück ist eigentlich gut in diese Saison gestartet und stand zunächst nach 7 Spieltagen ungeschlagen auf dem 2. Tabellenplatz. Anschließend lief es bei den Lila-Weißen allerdings nicht mehr so rund. Nach zuletzt 10 Spielen ohne Sieg ging es runter auf Rang 16. Der Verein reagierte jedoch kürzlich auf die lange Niederlagenserie und verpflichtete mit Markus Feldhoff einen neuen Cheftrainer. Zuvor übrigens Co-Trainer von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC. Im ersten Spiel unter dem neuen Übungsleiter gab es dann am letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg direkt ein Unentschieden. Die Nürnberger gingen zwar zunächst in Führung, doch der eingewechselte Marc Haider konnte noch ausgleichen und sorgte so für den ersten Punktgewinn der Osnabrücker seit dem 3. Januar. Die Feldhoff-Elf dürfte also motiviert sein, am Sonntag erstmals seit Oktober des letzten Jahres auch daheim an der Bremer Brücke wieder zu punkten. Wir hoffen aber natürlich darauf, dass die 3 Zähler im Gepäck der Kiezkicker landen. Kein Platz für Rassismus. Gemeinsam mit unserem Partner Congstar möchten wir zum Start der internationalen Woche gegen Rassismus ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Zum Start der Aktion gab es besondere Trikots, in denen unsere Mannschaft auch gegen Paderborn gespielt hat. Dort war der Schriftzug "Kein Platz für Rassismus" noch einmal deutlich zu erkennen. Die Matchworn-Trikots werden übrigens bald für den guten Zweck versteigert. Weitere Infos dazu folgen noch. Vielen Dank an Congstar an dieser Stelle fürs Ermöglichen. Die Aktion war aber nur der Auftakt zu einer Reihe von weiteren Aktionen in den nächsten Wochen und Monaten. Den Anfang machte am Mittwoch die Amadeo Antonio Stiftung, die einen Tag lang unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken übernahm.
Alle Infos zur Amadeo-Antonio-Stiftung findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Mit diesem wichtigen Thema verabschieden wir uns für diese Woche. Forza St. Pauli und kein Platz für Rassismus.